In diesem Video zeige ich, wie man den Kreuzknoten steckt. Mit dem Kreuzknoten kann man zwei gleich starke Enden miteinander verbinden. Ich fange an wie bei einer Schleife, lege die beiden Leinenenden übereinander und ziehe das eine Ende unter dem anderen Ende durch. Für den nächsten Schritt ist es jetzt wichtig, welche der beiden Leinen am Anfang oben auf der anderen Leine aufgelegen hat. Ich schaue noch einmal nach. Das Ende, das ich jetzt in der rechten Hand habe, lag also oben. Ich nehme es, lege es wieder oben auf das andere Ende, hole mir dieses mit dem rechten Daumen und wickle die beiden umeinander. Ich ziehe jetzt an allen vier Teilen der Leinen gleichzeitig und fertig ist der Kreuzknoten. Man erkennt den richtig gesteckten Kreuzknoten daran, dass sich die beiden Leinenenden auf der gleichen Seite befinden. Ist das nicht der Fall? Ist das nicht der Kreuzknoten? Dieser hier löst sich leicht auf. Wichtig ist eben, dass man am Anfang die oben liegende Leine beim zweiten Mal wieder oben auflegt. Ich zeige den Knoten jetzt nochmal. Ich fange wieder an wie bei der Schleife, merke mir, welches Ende oben lag, lege dieses Ende wieder oben auf das andere Ende und wickle die beiden umeinander. Ich ziehe jetzt an allen vier Leinenteilen gleichzeitig und fertig ist der Kreuzknoten. Den Kreuzknoten öffnet man wieder, indem man ihn an einer der beiden Leinen, die man verbunden hat, festhält und an dem parallel dazu liegenden Ende zieht. Wem das jetzt zu schnell ging, der schaut sich das Video einfach wieder von vorne an und übt so lange, bis er den Kreuzknoten mit geschlossenen Augen oder hinter dem Rücken stecken kann.